Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es darum, die Farben etwas in den Griff zu bekommen. Als ich mit den Videos angefangen habe, habe ich darauf nicht so viel Wert gelegt. Also ich habe einfach den Film irgendwie gedreht und danach versucht, halbwegs das Ganze passabel aussehen zu lassen. Die Frage, die wir in diesem Video klären wollen, ist, wie kann man das besser lösen? Und das schauen wir uns jetzt an. Heute wollen wir schauen, wie du die Farben optimal in den Griff bekommst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendeinen besonderen Style hinzufügst, sondern dass du erstmal ein neutrales Level hinbekommst. Das heißt, das Weiß brennt nicht aus, in den Tiefen säuft der Film nicht ab, in den Mitten hast du ein schönes Gleichgewicht, sprich was Rotes ist auch wirklich rot, was Grünes ist grün und so weiter. Und die Hauttöne sehen auch nach Hauttönen aus, sind dann nicht zu sehr über- oder unterbelichtet oder haben irgendeinen Farbstich. Was müssen wir machen, damit wir es hinbekommen? Es gibt hier verschiedene Wege, je nachdem, wie professionell du arbeiten möchtest, ist die Palette von sofort umsetzbar, bis du brauchst das eine oder andere Tool. Und die verschiedenen Wege wollen wir uns mal anschauen. Grundsätzlich müssen wir auf drei Parameter achten. Das erste ist, wir müssen schauen, dass die Höhen und Tiefen vernünftig im Gleichgewicht sind. Also, dass alles, was weiß ist, nicht ausbrennt, also zu viel Weiß hat. Und alles, was schwarz ist, nicht zu schwarz ist, also dass die Schatten komplett absaufen. Es darf also auch nach unten hin nicht zu extrem werden. Das ist also hier, dass wir den Kontrast ordentlich in den Griff bekommen. Im zweiten Schritt werden wir dann schauen, dass wir die White Balance hinbekommen. Das bedeutet, dass das Weiß auch tatsächlich weiß ist. Wenn du später dann sagst, ich möchte lieber eine wärmere Stimmung haben und das Ganze soll etwas kühler sein, das hat alles was mit Look und Style zu tun. Das kommt danach. Erstmal müssen wir ein neutrales Bild hinbekommen. Und im dritten Schritt werden wir dann schauen, dass die Farben auch richtig kalibriert sind. Okay. Fangen wir ganz vorne an, wie kann man die Kontraste im Film optimieren? Okay, ich bin hier in dem aktuellen Projekt und arbeite mit Final Cut Pro, aber diese Einstellung gibt es in jedem anderen Schnittprogramm eigentlich auch. Was habe ich gemacht? Ich habe hier bei den Einstellungen einmal die Video Scopes geöffnet. Das kann man hier über das Menü Darstellung machen oder auch über Command 7. Und dann in den Video Scopes habe ich hier standardmäßig die doppelte Einstellung, also einmal die Scopes oben und unten, dass ich zwei verschiedene sehen kann. In der Regel habe ich hier oben die Vector Scopes, die geben einen Eindruck über die Farben, die brauchen wir jetzt aber noch nicht. Und hier unten wechsle ich entsprechend zwischen Luma und RGB. Da wir uns jetzt um den Kontrast kümmern wollen, gehen wir hier auf Luma und als Einheit IRE. Das hat den Vorteil, dass wir eine Skala von 0 bis 100 haben und daran lässt es sich meines Erachtens etwas leichter arbeiten. Was bedeutet diese 0? Das heißt, hier unten 0 ist der Ton schwarz sozusagen und 100 ist der Wert weiß. Und alles, was unter 0 kommt, ist dann zu schwarz und alles, was über 100 ist, wäre zu weiß. Und wie wir sehen, ist mein Shooting hier nicht wirklich gelungen, denn meine Kamera war nicht optimal konfiguriert. Heißt, hier oben das weiße Fenster, was wir hier entsprechend sehen, das ist ja eigentlich zu weiß. Wenn etwas nicht nur weiß, sondern zu weiß ist, erkennt man das daran, dass hier so eine helle, weiße, durchgehende Linie erscheint. Das bedeutet, an der Stelle gibt es dann keine weiteren Informationen mehr. Das Bild ist also hier letzten Endes von der Information her kaputt. Bei dem Schwarz sehen wir, dass das Ganze noch gekräuselt ist und ein paar Transparenzen hat. Der Schwarzbereich ist also in Ordnung. Schauen wir uns mal an, was wir hier retten können. Und dazu gehen wir in die Farbeinstellung. Und können hier im Bereich Belichtung arbeiten. Ich arbeite ganz gerne mit den Farbrädern. Man kann aber auch mit den Kurven arbeiten. Nimm mir den Arbeitsworkflow, der am besten zu dir passt. Gut, wir wollen den Kontrast bearbeiten. Das heißt, wir müssen die Schatten und die Höhen bearbeiten. Fangen wir mit den Schatten an. Die ziehe ich jetzt hier ein bisschen runter, bis wir ungefähr auf 0 anstoßen. Wenn ich jetzt immer weiter runter gehe, siehst du, dass dann entsprechend auch wieder diese weiße Linie entsteht. Heißt, ab hier klippt das Ganze und die Bildinformationen gehen kaputt, beziehungsweise ab da gibt es keine Bildinformationen mehr. Das wollen wir natürlich nicht. Also gehe ich hier ungefähr auf die 0. Irgendwo zwischen 0 und 5% liege ich in der Regel.
dass ich so ungefähr in diesem Bereich mit meinen Schwarzanteilen liege. Das hat den Vorteil, dass das Schwarz jetzt tatsächlich richtig schwarz ist, aber hier in dem schwarzen T-Shirt dann durchaus noch die eine oder andere Struktur zu erkennen ist. Letzten Endes sollte nicht die Skala entscheiden, sondern dein Auge. Guck dir also auch immer wieder das Bild an, ob hier noch alles korrekt ist. Kommen wir zu den Höhen. Da sehen wir stoßen oben schon an. Wenn ich hier nochmal ein bisschen weiter höher gehe, da siehst du, haben wir dann wirklich, dass das ganze Bild dort ausbrennt. Leider haben wir hier schon den weißen Strich. Das ist also von der Aufnahme her schon nicht optimal von mir gelöst. Ich gehe jetzt aber trotzdem hier unter die 100, dass wir es nicht schlimmer machen, als es ist. Damit haben wir jetzt die Tiefen wirklich im Tiefenbereich, die Höhen im Höhenbereich und die Mitten liegen Pi mal Daumen in den Mitten. Wir können die Mitten jetzt ein bisschen anheben, denn wir haben jetzt vom Kontrast her sehr viel Kontrast da drin und unsere Aufgabe ist es ja so ein bisschen das Bild auseinander zu ziehen, dass wir nicht nur ganz viele Spitzen und ganz viele Tiefen haben und in der Mitte passiert nicht viel. Also versuche ich hier die Mitten ein klein wenig anzuheben, irgendwo, dass die Hauttöne, dieser Bereich, da sitze ich ja ungefähr und das sieht man auch schön an diesen rötlich bis gelben Tönen. Da kann man übrigens die kleine Kiste erkennen, die gelbe hier. Das Weiße, das ist der Schrank, dann kommt hier wieder die Hautfarben, das wird der Arm sein, dann kommt das schwarze T-Shirt und dann kommt mein Gesicht. So. Und dieses sollte von der Beleuchtung irgendwo zwischen 50 und 80 liegen. Das ist immer ein ganz guter Wert fürs Gesicht. Wenn es also hier zu dunkel ist, dann sieht man auch, dass dann zwar das Schwarz und das Weiß richtig ist, aber das Gesicht passt von den Farben überhaupt nicht mehr. Also müssen wir hier schauen, dass wir auf, ja, ungefähr. Und damit haben wir das ein bisschen angehoben. Das Weiß ist im Spektrum drin, das Schwarz ist ausgerichtet und wir haben ein klein wenig die Mitten angehoben, damit dann unser Bild in der Mitte nicht absäuft. Nachdem wir den Kontrast in den Griff bekommen haben, müssen wir den Weißabgleich in den Griff bekommen. Im Optimalfall hast du ein Setup, bei dem du eine Lampe nutzt, die bereits einen Kelvin-Wert vorgibt. Ich habe hier zum Beispiel eine LED vor mir stehen, die ist auf 4000 Kelvin eingestellt, meine Kamera entsprechend dann auch. Und dann sollte das im Prinzip schon ganz gut zueinander passen. Aber ich habe hier Mischlicht. Das heißt, an der Seite kommt ein großes Fenster, hinter mir ist ein großes Fenster und dadurch passt das ganze Setup natürlich nicht mehr wirklich. Ich kann mich also nicht mehr auf die Einstellung der Lampe verlassen, muss also die Kamera ein bisschen nach Augenmaß kalibrieren und hoffen, dass es passt. Und so habe ich das in der Vergangenheit auch gemacht. Das Ergebnis ist mäßig, sage ich mal. Was kann man besser machen? Gut, man sollte sich die Zeit nehmen und vielleicht einmal einfach ein weißes Blatt Papier in die Kamera halten. Auf diese Weise weiß ich jetzt, was auf dem Bild wirklich weiß ist. Und bitte nimm für den Weißabgleich nicht irgendwie ein Leuchtmittel, eine Glühbirne, die dann besonders weiß auf dem Bild ist. Und das soll jetzt mein Weißton sein. Das nimmt man zur Not dann, wenn es gar nicht anders geht. Sondern versuche wirklich etwas zu finden, was Licht reflektiert und dann weiß sein sollte, wie ein Blatt Papier, was man immer in der Tasche haben könnte. Ein Tipp an der Stelle, halte das Blatt nicht immer nur unter dein Gesicht, sondern dreh es auch ein bisschen zu den verschiedenen Lichtquellen. Denn wie gesagt, von vorne habe ich hier eine Lampe mit 4000 Kelvin. Da weiß ich, was das für ein Ton ist. Da weiß ich. Und dort ist aber das Fensterlicht, was hier deutlich kühler ist. Und wenn ich das Blatt nach dorthin halte, reflektiert natürlich das Licht anders. Sprich, diese Gesichtshälfte wird eher dieses Weiß haben. Von vorne der Ton wird dann eher das Licht von meiner Lampe haben. Also haltet dieses Blatt einfach mal in ein paar Perspektiven, um dann später beim Schnitt nochmal kontrollieren zu können, ob alles passt. Das ist der einfachste Weg, mit einem Blatt Papier einen Weißabgleich in den Griff zu bekommen. Hallo, ich bin jetzt hier in meinem Schnittprogramm nochmal drin und da schauen wir, wie wir diesen Weißabgleich schnell hinbekommen können. Das Ganze geht recht simpel. Wir gehen hier auf Farbe ausgleichen und als Methode wählen wir dann Weißabgleich. Mit der Pipette wählen wir jetzt unser Blatt aus und damit ist der Weißabgleich auch schon fertig. Hier sehen wir nochmal das Vorher. Hier sehen wir einen deutlichen Rotstich und das nachher. Wer professionell arbeiten möchte, der sollte in einen Color Checker investieren.
Ich habe den von X-Rite gekauft. Das ist der, der am meisten genutzt wird und der auch von ja, eigentlich jeder Software dann unterstützt wird, dass ich es später dann beim Schnitt möglichst einfach habe, die Farben auch anzupassen. Wie das geht, schauen wir uns im Anschluss an. Jetzt schauen wir erstmal, was hier in der Box steckt. Okay, Color Checker von X-Rite und zwar in der Version Passport. Dieses Teil gibt es in der Version Passport und dann auch noch einmal in groß für alle, die von weiter weg filmen. Mir reicht hier die kleine Variante und diese ist unterstützt von Pantone und wer sich mit Druck auskennt, weiß, dass Pantone hier ein bisschen der Platzhirsch ist, was Farben angeht. Sprich, die Farben, die hier entsprechend abgebildet sind, sollten dann auch wirklich so optimiert sein, dass später die Farben im Film stimmen. Okay, was haben wir hier in der Box? Die erste Voraussetzung ist, die Box aufzukriegen. Wie alles dreifach und vierfach verpackt. Kann man sich vielleicht sparen, aber es ist ein anderes Thema. So, dann haben wir die Box und das Ganze sieht erstmal sehr schön aus. Aber wie immer gilt natürlich, es geht hier nicht darum, dass es von außen schön aussieht, sondern wichtiger ist, dass es dann später auch so funktioniert, wie wir uns den Spaß vorstellen. Und im Prinzip soll diese kleine Box meine Filme schöner machen. Die Idee ist, dass ich diese kleine Box in zwei Richtungen öffnen kann. Und zwar einmal habe ich hier meinen Kontrastbereich, dann habe ich meinen Farbbereich, dann kann ich den Spaß einmal kippen. Und auf der anderen Seite kann ich hier einen Weißabgleich vornehmen. Wie gesagt, das weiße Blatt Papier, in diesem Fall aber für Videos auch ein vernünftiges Weiß. Und habe dann hier noch einmal die Möglichkeit, die Schärfe des Films zu kontrollieren. Und das ist die Box im Wesentlichen. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Wir haben hier auf der linken Seite einmal alles, was wir zur Einstellung unseres Kontrastes brauchen. Also einmal den Weißton, einmal einen Schwarzton und in der Mitte einen vernünftigen Grauton. Und diese Töne können uns dann helfen, den Weißabgleich optimal einzustellen. Wenn man das ein bisschen von der Seite sieht, sieht man, dass das Schwarz nicht einfach nur aufgedruckt ist, sondern ein bisschen reflektiert. Dieses soll helfen, dass das Schwarz auf dem Video wirklich auch ein ordentliches Schwarz ist. Man muss allerdings ein bisschen darauf achten, dass es an dieser Stelle dann nicht reflektiert und später dann die Einstellung schwieriger macht, als es ohnehin schon ist. Auf der anderen Seite haben wir hier unsere Farbpaletten und in der ersten Reihe oben haben wir die Töne, die unser Video später ausmachen. Also von Gelb bis Grün die ganze Palette und wer sich mit Color Grading beschäftigt hat, der wird sehen, dass diese Farben genau den Farbeinstellungen entsprechen, die wir auch in unserem Cut-Programm haben. Das Ganze schauen wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir hier die verschiedenen Farbtöne von Dunkelbraun bis Hellbraun. Das soll unsere Hautfarbe sein und wenn wir diese Töne ordentlich kalibrieren, sollte unsere Hautfarbe dann auch später wirklich nach Haut aussehen. Hier haben wir nochmal die verschiedenen Grauabstufungen. Wer also im oberen Bereich sagt, das reicht mir nicht, der hat hier nochmal einen Feintuning-Bereich. Das geht dann wirklich von Weiß bis hin zu Schwarz und die verschiedenen Grauabstufungen. Das ist im Prinzip der Color Checker von X-Rite und optimiert für die Videoaufnahme. Und wie das Ganze in der Praxis dann funktioniert, das werden wir uns gleich nochmal dann im Cut-Programm anschauen. In der Anwendung ist das Ganze extrem simpel. Ich nehme das Teil und halte dies einmal vor mein Gesicht. Wenn ich verschiedene Lichtquellen habe, gilt auch hier, es schadet nichts, das einmal ein bisschen einzudrehen, um möglicherweise die verschiedenen Lichtquellen ein bisschen abzufangen und später dann kontrollieren zu können, welcher Abgleich mir besser gefällt. Aber grundsätzlich gilt natürlich, es sollte ein Hauptlicht geben und wenn das hier das Licht ist, das von vorne kommt, dann sollte auch dieses Licht entsprechend optimal auf diesen Color Grader fallen. So, das Ganze möglichst gerade halten, damit wir es später möglichst einfach haben, die Farbkalibrierung vorzunehmen. Ich habe jetzt hier ein Standbild von dem Passport gemacht. Und jetzt werden wir hier die Farben einmal entsprechend angleichen. Wir können auch mit dem Passport die Kontraste noch einmal ein bisschen kontrollieren. Was wir dazu machen, wir nehmen uns einfach eine Maske, packen die auf unseren Clip und zeichnen hier einmal eine Maske auf den Auswahlbereich. Und jetzt sehen wir nur noch die Dinge tatsächlich, die es dann in dem Film auch zu sehen gibt. Das Ganze können wir jetzt noch mal ein bisschen größer machen. So, und auch hier sehen wir jetzt die verschiedenen Bereiche für Höhen, Mitten und Tiefen.
Und das werden wir jetzt ein bisschen feinjustieren. Dazu öffnen wir entsprechend unsere kleinen Räderchen. Und die Lichter, die können hier weiter nach oben. Die Tiefen ein bisschen weiter nach unten. Und die Mitten sind da schon gar nicht so schlecht. Wir können jetzt in die RGB-Überlagerung wechseln. Und hier sehen wir, dass Rot, Grün und Blau noch nicht übereinander liegen. Und wenn wir hier wirklich ein richtiges Weiß, Grau und Schwarz hätten, dann sollten die eigentlich übereinander liegen. Und das können wir jetzt ein bisschen feinjustieren. In den Höhen sehen wir, dass zu viel Rot ist. Entsprechend nehmen wir den Color Picker und verschieben, dass das ein bisschen übereinander liegt. So liegt das schon sehr schön übereinander. In den Mitten haben wir auch ein bisschen zu viel Rot. Das können wir hier auch rausziehen. Ziel ist, dass wir hier eine weiße Linie haben. Und in den Tiefen, da gilt genau das Gleiche. Da gehen wir auch so vor. Dadurch ist hier das Blau in den Mitten ein bisschen zu hoch gekommen. Müssen wir also das wieder ein bisschen verändern. Und hier unten in den Tiefen ist das Rot noch ein bisschen zu sehr. Könnten wir das in die Richtung feinjustieren. Und damit hätten wir jetzt an dieser Stelle wirklich ein Weiß, ein Grau und ein Schwarz. Das Ganze mit der Einstellung RGB-Überlagerung feinjustiert. Wir sehen, könnten wir jetzt die Tiefen noch ein bisschen weiter runternehmen, dass wir Richtung 0 kommen. Und die Höhen könnte man in der Tat sogar noch ein klein wenig rübernehmen. Das muss man aber gucken, ob das dann nicht hier zu sehr klippt. Schauen wir uns das Ganze einmal ohne Maske an und ich setze das wieder auf 100%. So sieht es vorher aus, so sieht es nachher aus. Also der Rot-Gelb-Stich ist komplett raus. Das Ganze überstrahlt hier zu sehr. Wenn man sich hier das Regal anschaut, da gibt es noch eine Kante. Dadurch, dass wir die Höhen so sehr angehoben haben, das wäre dann in der Tat ein bisschen zu viel. Die müssten wir wieder ein bisschen rausnehmen. Und das meinte ich gerade, dass wir hier diese Spitzen gesehen haben, die dann wirklich hier absolut zu viel sind. Also da müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen mit dem Ganzen. Wenn wir kompliziertere Bilder haben, hier vor allem mit diesen vielen verschiedenen Lichtern, dann helfen uns jetzt hier die Farbeinstellungen und dazu aktiviere ich mal wieder meine Maske. Und die verschieben wir jetzt aber mal auf unsere Einstellung mit den Farbpickern und wir wollen nur die erste Zeile erstmal haben. Das Ganze können wir wieder ein bisschen skalieren, dass wir es deutlicher sehen. So. Und diesmal interessiert uns hier oben das Vektorscope. Und die Idee ist, dass wir hier, wenn man sich das anschaut, auf unserer Farbtafel jetzt genau die gleichen Farben haben wie auf dem Vektorscope. Also hier. Also von Grün über Cyan, Blau, Magenta, Rot bis hin zu Gelb. Das ist genau das, was wir hier auch sehen. Und die Indikatoren hier zeigen, wie viel Farbe wir auf dem Bild haben und ob diese in die richtige Richtung zeigen. Was wir jetzt machen müssen, ist also, diese einzelnen Richtungen fein zu justieren, damit hier zum Beispiel der Magentastrahl wirklich auch auf Richtung Magenta geht. Um das zu erreichen, gehe ich wieder in unsere Farbeinstellung und diesmal gehe ich erstmal in die normale Farbtafel und übertreibe bei der Sättigung einmal, damit hier unsere kleinen Teilchen schön lang werden und wir möglichst genau sehen, ob die Indikatoren in die richtige Richtung zeigen. Nehme ich mir Farbton Sättigung und jetzt werden wir uns einmal die Farbtöne herauspicken, die wir brauchen. Das ist einmal das Grün, das Cyan, Blau, Magenta, Rot und Gelb. Und jetzt packen wir uns die einzelnen und werden die Töne entsprechend verändern. Also hier fangen wir mal mit dem Roten an. Das ist der hier hinten, der ziemlich daneben liegt. Und den müssen wir auf Rot verschieben. Magenta ist schon ganz richtig. Blau liegt auch noch etwas daneben. Den verschieben wir ein bisschen nach da. Cyan könnte auch noch ein klein wenig ausgerichtet werden. Das gleiche gilt für Grün und Gelb auch noch. Super. Das sieht schon sehr gut aus. Als nächstes müssen wir die Sättigung noch vernünftig verteilen.
Das machen wir jetzt auch. Und dazu wähle ich die wieder aus. Und wir sehen, dass hier zum Beispiel Cyan zu wenig ist. Blau könnte auch noch ein ganz klein wenig vertragen. Und Rot ist viel zu viel. Das müssen wir wieder ein bisschen rausnehmen. Ziel ist, dass hier ungefähr alle gleich lang sind erstmal. Jetzt gehen wir wieder zurück in unsere normale Farbtafel und setzen die Sättigung wieder auf 0. Und auch die Maske können wir jetzt wieder entfernen. Und wir schauen uns mal das ganze Bild an. Und das sieht schon ganz gut aus. Da sind wir gestartet. Dann haben wir den Kontrast entsprechend bearbeitet und jetzt nochmal den Farbton etwas bearbeitet. Wie wir sehen, haben wir durch die Bearbeitung hier etwas viel unten in den Tiefen dazu bekommen. Da würde ich jetzt in der Tat den Schatten wieder ein bisschen höher nehmen. Und auch hier in den Höhen sind wir ganz schön hinausgeschossen. Da können wir die Höhen auch wieder ein bisschen runternehmen, um das anzugleichen. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir unsere Hautfarbe etwas anpassen, denn das ist ja besonders wichtig. Und dafür nehmen wir nochmal eine neue Ebene für die Hautfarbe. Und bei der Zeichenmaske nehmen wir jetzt die nächste Ebene, die konkret für die Hautfarbe reserviert ist. So, das ist so der Bereich, in dem die Hautfarbe liegen sollte bei mir. Nehme ich einfach mal alle. Und das Vektorscope zeigt uns, ob die Farbe korrekt ist. Korrekt heißt, diese Linie hier, das ist die Hautfarbenlinie und genau auf dieser Linie sollte dann auch entsprechend die Hautfarbe liegen. Hier sehen wir, dass die Farbe hier nach links Richtung Gelb etwas ausbricht. Heißt, wir werden da noch ein bisschen nachjustieren müssen. Ich öffne hier nochmal die Farbräder und werde dann entsprechend die Mitten nochmal ein bisschen angleichen. Und wenn wir sehen, ich ziehe das nach Gelb, dann bricht die Kurve ganz weg. Hier sollte es ungefähr sein, natürlich nicht so doll. Also gehe ich hier wieder zurück. Bis wir ziemlich genau auf der Linie liegen. Prima. Nehme ich die Farbmaske weg und alles wieder auf 100%. Dann haben wir jetzt die Höhen und Tiefen. Wie gesagt, mit den Höhen habe ich bei der Aufnahme schon das Ganze ein bisschen versaut, weil es wirklich da oben nicht mehr alle Informationen mit auf die Aufnahme drauf kam. Da können wir dann nicht mehr so viel retten. Aber wir haben hier entsprechend die Farbkalibrierung vorgenommen. Wir haben dann die Hautfarbe angepasst. Und nachdem wir dies fertig haben, können wir auf einer neuen Ebene dann einen eigenen Style hinzubringen, indem wir zum Beispiel sagen, gut, das ist uns insgesamt zu kalt, wollen das ein bisschen wärmer haben oder wir wollen hier in der Färbung irgendeinen Style haben. Das ist aber alles etwas, was dann erst nachträglich passieren sollte. Okay, das ist das Passport. Ich denke, dieses kleine Teilchen sollte jeder Fotograf und jeder, der sich mit Videos beschäftigt, als Passport in der Tasche haben. Es ist super leicht, winzig klein, man kann es leicht in die Tasche stecken, sollte eigentlich immer im Rucksack dann dabei sein und man kann hierüber sehr gut, sehr einfach die Farben später kontrollieren. Und Ziel der ganzen Aktion ist es noch einmal an dieser Stelle nicht irgendeinen Style zu implementieren, sondern erstmal ein neutrales Bild hinzubekommen. Und erst wenn die Farben wirklich neutral sind, also genormt sind, dann kann man weitergehen und sagen, okay, jetzt packe ich meinen Style dazu, das Ganze soll wärmer wirken oder ich möchte hier einen bestimmten Farbstich haben, was auch immer dann die Vorlieben sind, das ist reine Geschmackssache. Aber wer nur mit diesen Filtern arbeitet, ohne vorher das Material entsprechend zu kalibrieren, wird keinen konsistenten Look hinbekommen. Denn jeder Schnitt, jede Kameraeinstellung, jedes neue Video ist ein wenig anders. Und über die Kalibrierung kann man sicherstellen, dass alle Filme unterm Strich möglichst ähnlich von den Farben sind, sodass dann auch die Filter später möglichst ähnlich funktionieren und den gleichen Look über den ganzen Film entsprechend halten. Okay, wenn dir der Film gefallen hat, dann like den Kanal, drück das kleine Icon, abonniere den Kanal, damit du keine Filme mehr verpasst. In den weiteren Filmen in der Playlist YouTube zeige ich dir unter anderem dann, wie du mit Color Finale sehr schnell zusammen mit dem Passport deine Filme optimieren kannst. Da gibt es nämlich entsprechende Schnittstellen, sodass du mit diesem kleinen Teilchen
eigentlich mit wenigen Klicks sofort eine perfekte Kalibrierung hinbekommst. Gut, bis dahin, wir sehen uns. Ciao, der Marco.